Jo, hallo, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr seht, hier die Lucifer News aus Braunschweig, hier die neue Serie, die ich mache, Traurige Schicksale, Braunschweiger Originale. Ich wünsche viel Spaß dabei. Ja, ich werde euch so einige Originale vorstellen, einige, die tot sind, einige, die leben. Und ja, ich werde dazu was sagen und wie gesagt, viel Spaß dabei. Ja, die erste Person, die ich euch vorstellen möchte, ist die sogenannte Harfen Agnes mit bürgerlichen Namen Agnes Adolfine Agathe Schosnowski, geboren am 24. Januar 1866 in Braunschweig, gestorben im 2. September 1939 in Königslutter. Sie war eine Bankgirl-Sängerin in Braunschweig des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts und gilt als eine von mehreren Stadtoriginalen in Braunschweig. Ja, sie ist hier in Braunschweig geboren und die Eltern sind recht früh verstorben. Und mit ihrem 14. Lebensjahr wuchs sie in einem Erziehungsheim in Bevern auf. Man versuchte ihr da Lesen und Schreiben beizubringen, was angeblich fehlgeschlagen war. Und man stellte fest, sie war Epileptikerin und soll geistig zurückgeblieben sein. Ich vermute eher, dass sie Legasthenikerin war. Und zu der Zeit hat man das eben als geistig behindert eingeschätzt und nicht als ja, Behinderung. Legasthenie ist heute eine ja, Behinderung in dem Falle. So, sie hatte dann irgendwann angefangen, als Dienstboten eine Ausbildung anzunehmen, was sie abbrach. Später lernte sie das Bengelsängen in der Innenstadtkneipe des Handwerkes. Also sie war nicht dumm. Im Prinzip, sie musste ja Gitarre lernen, sie musste das Singen lernen, also die Harfe. Und ja, machte dann teilweise Duos. Also man kann nicht sagen, wenn jemand Gitarre lernt oder eben Musik lernt, dass er dumm war. Ich gehe davon aus, dass sie Legasthenikerin war und nicht geistig behindert. Sie selber dichtete Lieder und trug das eben in den Kneipen zu, nach Braunschweiger Mundart und spielte dazu auf ihrer Harfe, also ihrer Gitarre. Und zu den damals bekannten Liedern gehörten Hofrats Rieke, Ferdinand, Wie bist du schön oder das Lied von den Straßen der Braunschweiger Altstadt. Das heißt, sie hat ja, Refrain gemacht, sie hat die Lieder. Mensch, sei helle ist ein sehr bekanntes. Und wenn auch duster ist, der Mensch sei schlau, auch wenn schlecht aussieht für dich. Dieses Lied sowie etliche andere sangen sie am 7. November 1918, als sie Revolutionärs, Arbeiter und Soldaten begleiteten, die während der Novemberrevolution in Braunschweiger Gefangenschaft und Ringelfängnis befreiten. Also wo hier Revolution war, hat sie also kräftig mitgemacht. Und wie gesagt, man kann nicht sagen, sie war unbedingt dumm. Wie gesagt, sie hat Lieder gedichtet, sie hat Lieder geschrieben und fürs Volk und die Leute sind auch mitgegangen. Ja, sie trat also auch auf Schützenfesten auf und wie gesagt in Kneipen und durch die Epilepsie hat sie ab und zu Anfälle gehabt und man hat ihr also nachgesagt, sie wäre dann betrunken gewesen. Wie gesagt, zu der Zeit war die Medizin nicht so doll und man wurde also, wird man ja heute auch recht schnell denunziert, das kann ich ja auch, aber wie gesagt, in dem Fall hat man ihr eben angedichtet, sie war Alkoholikerin und deswegen bricht sie ab und zu zusammen, dass es eine Epilepsie war, hat man nicht erkannt.
Stängel Sengen war also auch eine, sage ich mal, eine Tradition in diesen Kneipen, in den bürgerlichen Kneipen. Und sie dürfte eine der letzten Bengelsänger gewesen sein, die Braunschweig hatte. Während der Zeit des Nationalsozialismus 1935 wurde sie in die Heil- und Pflegeanstalt Königs Luther zwangseingewiesen und starb dort am Tag nach Beginn des Zweiten Weltkriegs. Ist angeblich, ja, was heißt Gerüchte? Im Prinzip ist ja schon nachgewiesen, dass man eben Euthanasieprogramm gemacht hat und sie in Königs Luther verstorben ist. Ich weiß von Leuten, die gesagt haben, dass man sich damit auch brüstet, damals die Hafenagnes beseitigt zu haben. Und ja, das ist also, wie gesagt, eines der Braunschweiger ja, Idole oder Originale, die leider, sage ich mal, dem Nationalsozialismus zum Opfer gefallen sind. Wie gesagt, die wenigsten oder die Jüngeren werden sich an diese Person kaum erinnern und es ist leider auch in Vergessenheit geraten. Auch in den Schulen wird sowas gar nicht mehr gelehrt. Ja, kommen wir jetzt zu einer Person, die so gut wie unbekannt ist. Das ist der T-Onkel. Der T-Onkel trug immer ein weißes Hemd und einen Hut, also sehr gepflegt und hatte so eine Art, ja, Koffer vor der Brust, also Verkaufsladen gefüllt mit Drogerieartikeln, Schuhcreme oder eben was so gerade benötigt wurde, Bürsten etc. etc. Der T-Onkel selber zog um 1912 durch die Straßen von Braunschweig und bot eben seine Waren und Drogerieartikel an den Wohnungstüren an. Der Name ist Alfred Kühner gewesen. Bildmaterial zu der Person ist so gut wie nicht zu finden. Auch gibt es kaum Unterlagen über diese Person, was auch im Braunschweiger Original ist. Und man muss also davon ausgehen, dass er, sage ich mal, so der Vorläufer war von ja, diesen Haustürgeschäften. Ich meine, ihr kennt ja die Zeitungswerber und eben Vorwerk, Staubsauger, wenn die bei euch an der Tür kommen und was verkaufen wollen. Auf diesem Bereich wird sich das wohl beziehen. Er war so, sage ich mal, der Anfänger von diesen Geschäften. Ja, wann er nun genau gestorben ist, lässt sich kaum hier nachvollziehen. Also ich habe da weiter keine Unterlagen, bis auf den Namen und eben jemand, der ihn darstellt. Aber Originalfotos habe ich also nicht gefunden. Ja, dieser Alfred Kühner, wie gesagt, Vorläufer der Haustürgeschäfte sozusagen, ist auch inzwischen in Vergessenheit geraten. Wie gesagt, Bildmaterial oder sonstiges habe ich davon nicht gefunden. Und ja, das zu den T-Onkel, auch ein Braunschweiger Original, was verstorben ist, wann und wo, weiß ich nicht. Und wo er begraben ist, kann ich auch nicht sagen. Aber es ist auch ein Braunschweiger Original, eben mit diesem Verkaufskoffer vor der Tür, vor der Brust, wo er eben von Tür zu Tür gegangen ist. Ihr kennt ja bestimmt auch noch die Scherenschleifer, die es gab, die ihre Waren angeboten waren. Gibt es teilweise heute schon wieder. Und auf diesem Basis beruht eben der T-Onkel, beziehungsweise T-Onkel war der Vorläufer von diesen Haustürgeschäften, Scherenschleifern etc., was früher gängig war. Ja, T-Onkel, ein Braunschweiger vergessenes Original, ne? Shut up!